Moin zusammen, jetzt geht es zu dritt nach Edgefield mit null Beweisen und ja, hoffen wir mal, dass das diesmal besser läuft als die erste Willow-Runde heute. Oh, Balken an der Garage. Kein Geisterfoto, schön. Rein da. Guck mal hier, Okay. der Nebel, der sieht jetzt anders aus. Der ist nicht mehr so dicht an der Tür. Ist uns aufgefallen. War uns vorhin schon bei Willow aufgefallen. Bitte schneller wie die Feuerwehr. Ja, hier der Weg zu Edgefield ist ja auch schnell. Da hat man ja schnell alles vorbereitet. Jetzt stell dir das mal beim Apocalypse vor. Da bist du froh, wenn du es einerseits hier in Edgefield machst, aber andererseits hast du hier auch keine guten Verstecke. Fluffy spielt gerade Poppy Playtime 3. Der ist schon in den ersten 2 Minuten vom Spiel gestorben. Dieser Pupskeks bläst mir hier oben die Kerze aus. Der ist hier oben im Turm. Den Knochen habt ihr auch schon? Ja. Also hier unten haben wir bisher nur im Keller ein Versteck. In der Garage ist keins, aber in der Garage ist der Breaker. Ich guck mal kurz hier noch. In der Küche haben wir auch ein Versteck da hinten in dem Lagerraum. Ah, da bin ich letztens auch einmal gestorben. Auf so einem. Okay, hier ist ein Versteck. So, dann schauen wir mal, wo der Kamerad ist. Und hast schon einen kalten Raum gefunden? Es geht hier unter 10 Grad. Es könnte sein, dass es hier ist. Okay. Ja, der hat hier gerade was. Die Kamera hat er instant werfen wollen. Den Mein Tripod. Schuhe. Das ging aber schnell mit dem Brekkie. Ich mach den mal wieder an. Kein Gin? Der ist aber schnell und früh dabei mit Breaker ausmachen, der Kamerad. So, also kein Gin. Wir können den zu dem blauen Zimmer hin machen oder wir machen den da hinten zu dem anderen Schlafzimmer, wenn da was verfügbar ist. Muss mal gucken, ob da was verfügbar ist da hinten. Ansonsten müssen wir hier vorne das blaue Zimmer nehmen. Ja, okay, da hinten in dem Zimmer ist nichts. Dann machen wir das hier vorne hin zu dem blauen Zimmer direkt an der Treppe. Ja, das können wir ja als Ersatz noch nehmen. Kiki, ich glaube, der wollte gerade zu dir laufen. Wir könnten vielleicht ein Bändchen haben. Kiki, setz dich am besten mal kurz in das blaue Zimmer hier. Dann gucken wir mal, ob der zu dir läuft. Das war sehr verdächtig jetzt. Oder es war einfach ein krasses Random Roaming. Wo läufst du hin, Freund, ja? Wo läuft der Kamerad hin? Schon wieder in die Richtung, okay. Mensch, ich könnte Das ist sehr komisch, dass der da hinten immer hinläuft. Ist das vielleicht so ein Random Roaming? Welche Tür hat er jetzt angefasst? Oder hier? Nee, hier ist er noch nicht reingekommen, komischerweise. Da ist schon wieder da gewesen. Das ist merkwürdig.
Könnte auch Random Warming sein. Oder ist der vielleicht im Flur? Ist der Flur vielleicht sein Geisterraum? Komisch, dass der immer da hinten in die Richtung läuft. Ja, geh mal hinten gucken. Ich mach mal hier kurze Absicherung in dem Raum. Das ist sehr komisch. Hat man, am besten nimmt sie noch ein... Ja, ist okay. Ich glaube, ich kriege aber trotzdem schon die Laternen auch so. An dieser einen Pupskeks von Kerze war ja leider nur 2 Sterne. Hier, ich tue dir mal ein EMF hier hin, falls das ein Phantom ist. Wollen wir dann mal nach Stalkers gucken? Haben wir noch ein bisschen Salz übrig? Dann können wir das hier hinten mal testen. Hier, wir können das da hinten testen, weißt du? Nimm mal das Salz und tu mal eins hier vorne hin, einen Streifen. Und dann gucken wir, ob der hier hinkommt. Ja, hol das Parabol. Ich habe eine Fotokamera, falls er ein Event macht. Das Komische ist, vorhin wollte er hier hinten hin, obwohl hier gar keiner war. Das war komisch. Ach, schon wieder der Breaker. Ich lasse euch die Fotokamera beim EMF. Ich mach den kurz an. Ja, wenn ich auf einer anderen Etage bin, versucht er eh nicht, mich zu stalken, wenn das ein Stalker ist. Na, schau die Sensoren oben. Der Glowstick, das sieht schon cool aus, dieses Licht. So ein kleines Blacklight da. Ich muss mir auch nochmal ein Blacklight holen. Ich weiß, man sieht ja jedes Staubkorn, wenn man ein Blacklight hat, aber die sind einfach nur cool, die Dinger. Muss ich mir mal hier neben dem PC so hinmachen oder so. Ach, das gibt's doch nicht. Ich bin gerade hochgekommen. Ich mach den an. Ach, das gibt's doch nicht, ey. Der trollt uns doch jetzt mit dem Breaker. Garage oder Keller? Garage. Oh Mann. Er macht uns sofort das Leben schwer hier. Der Kamerad. Ist der überhaupt da drin? Ne? Kiki, hast du auch einen Whisper bekommen? Ja, ja. Okay, du kannst ja mal Kikis Sanity beobachten. Wir sitzen hier im Licht. Du kannst ja mal gucken, ob die runtergeht. Kommt raus. Ah, er kommt, er kommt, er kommt! Der wollte gerade zu uns kommen. Wir haben sehr wahrscheinlich einen Banshee oder einen Phantom. Wir müssen den einmal komplett zu uns laufen lassen. Da, Sensor. Beobachten wir den mal. Bleib mal hier sitzen, tu aber kein Salz hier hin. Nee, 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 keins. Der soll das einmal vervollständigen. Nein! Ach. Jetzt hätte ich mich davor mit dem EMF. Oh Mann, oh Mann. Ja, der muss, es, der muss das einmal vervollständigen. Danach können wir ja wieder Salz hinsteuern. Ich wollte das nur einmal sehen, dass das vervollständigt, das rüberlaufen. Ach so, ja, okay, das weiß ich nicht. Weil der macht es gefühlt nicht sehr oft. Ein Banshee macht das ja ständig. Könnte ein Phantom. Da, er ist da an der Tür, aber er kommt nicht rüber. Könnte ein Phantom sein. Lass die Tür auf. Ah, er kommt raus, aber es sieht jetzt nicht aus wie ein zielstrebiges Laufen, weil das war so ein langsames, zögerliches Rauskommen. Die Sensoren, die sind echt gut, die T2. Man sieht wirklich, ob die... Dieser Pups, er ist auch sehr durchgelaufen. Ich weiß nicht, ob man die da drauf sehen kann, aber das Foto ist glitchy, aber ich weiß nicht, ob es gezählt hat, ob ich ihn erwischt habe. Wenigstens hat es durchs Salz gelaufen. Ja, dann können wir uns ja jetzt wieder dahinter hocken und gucken. Das war vorhin schon komisch, der ist nämlich durch beide Sensoren durch, auch durch den hier, also komplett hier rüber gelaufen.
Aber Lorenz war im Journal. Ich habe 2 Klo-Fotos gemacht. Das heilige Klo, ne? Mit den Kerzen da, das Klo-Foto. Richtig schön. Also Moro ist es, glaube ich, nicht, ne? Du sagtest ja, die Sanity war ja nicht schnell runtergerasselt, ne? Okay, so. Schlug auch gerade nach Banshees. Ich denke mal eher, dass das ein Phantom ist. Aber wir müssen einmal dieses EMF kriegen. Ich weiß nicht, ob das im Multiplayer funktioniert mit dem EMF. Ich weiß, im Singleplayer geht das auf jeden Fall, wenn der erfolgreich zu angelaufen ist. Aber ein Phantom macht das nicht so oft. Ja. Aber wenn das da hinten der Geist ist. Das hat ja auch in TVX sehr schöne Phantom-Artkicks. Das ist immer zu mir gelaufen. Hat er dir dann auch immer die EMFs gegeben? Wo läuft der denn jetzt hin? Jetzt ist er da hinten in die Richtung, hä? Ja, Hauptsache du bist bei mir immer ans Mikrofon. Wieso nein? War das jetzt Random Roaming? Wir müssen mal gucken, ob das nicht Random Roaming war. Aber das Komische ist, der ist vorhin wirklich bis hier hinten durchgekommen, ne? Ja. Ist schon ein bisschen komisch. Soll ich mal Sanity nach Moro nochmal gucken zur Sicherheit, weil vielleicht ist es ja kein Disturber. Kannst du machen. Kiki, komm, wir gehen mal kurz hier in den Raum und gucken, ob der hier rüberkommt. Komm mal hier zu dem EMF. Wir gucken einfach nur, ob der bis hierhin wirklich durchläuft oder ob der nur im Flur rumläuft. Weil eigentlich, wenn ihr die Stalker testen wollt, sollten ein Raum dazwischen sein. Moro können wir schon mal ausschließen. Der Schnitt ist auf 65. Ja, der Durchschnitt ist auf 65 und der wird jetzt auch weiter runtergehen, weil er wieder den Breaker gekillt hat. Mann! Ich mach ihn auf. Der versucht uns wirklich zu trollen mit dem Breaker, ne? Wie so ein Handtuch. Ja, aber echt, ey. Oh, ich habe den Sensor gehört, aber na, der kommt nicht hier rüber. Hauptsache mal das Klavier zanken. Das könnte wirklich so ein Random Roaming gewesen sein. Der muss einmal hier reinkommen. Denk dran, wir haben hier kein Versteck, ne? Das heißt, du müsstest dann da hinten in das Zimmer laufen. Der ist noch nicht hier reingekommen, irgendwie. Komisch. Der ist auch vorhin durch das andere Salz da hinten bei dem anderen Versteck hingelaufen. Das ist sehr komisch. Ihr könnt ja ruhig die Parabols noch draufhalten. Aber wo ist denn mein? Sag ja. Ja, ich habe die Kamera bereit, falls da nochmal ein Event gibt. Ein normales Event. Oh, der Sensor. Also kein Jin, kein Moro, kein Rave. Wahrscheinlich kein Poltergeist. Haben wir ein frühes Event bekommen? Vorhin haben wir ein Event bekommen. Das war aber ungefähr bei 70, denke ich mal, wenn du sagst, jetzt die Sanity ist die auf 65. Also, ich würde den Shade erstmal noch drin lassen, nur zur Sicherheit. Okay. Den können wir ja easy outholen, wenn der Geist schon bei 50 huntet. Gut. Okay. Der kommt hier nicht rüber. Ich weiß nicht, ob das da jetzt alles Random Roaming war. Kann einer das EMF mitbringen? Dann gehen wir hier vorne in das Versteck mal rüber. Alle Kameras sind hier drin. Und Thomas und Markus. Also 65 war es, ne? Dann lassen wir das Licht jetzt kurz aus. Und drain die Sanity. Da, hier, der wollte hierhin vorhin laufen, aber da war keiner von uns hier, also könnte das als Random Roaming gewesen sein. Der muss schon hier reinkommen, damit das zählt. Ich glaube, das war einfach nur Random Roaming gewesen, was eben sehr verdächtig aussah. Oh, Dirty Water. Ich mach das Licht mal wieder an und check mal kurz die Sanity. Definitiv der Geisterraum. Ja.
Also das Bad hier ist definitiv der Geisterraum. Ich mach mal die Kerzen hier an. Ihr könnt die ja mal beobachten nebenbei. So. Dann schauen wir mal. Ist der da gerade ein Salz gelaufen, als ich rausging? Okay, wir sind jetzt genau zwischen 50% und 60%. Dann lassen wir die Sanity mal kurz so und gucken, ob der versucht zu handeln. Okay, jetzt machen wir mehr Tests und Onryo-Test und so. Es ist, glaube ich, ein Meer. Der hat gerade hier das Licht instant wieder ausgemacht. Du kannst es ja auch mal testen. Warte mal, ich mache da hinten mal das Licht aus, damit wir den Breaker nicht überladen. Dann kannst du es ja mal testen. Ja, kann auch sein, dass es wieder sowas random war. Ja, deshalb teste du auch mal hier in den Räumen drumherum. Da ist ein Badezimmer in dem Raum, da kannst du es auch noch testen. Ich teste das jetzt gleich auch nochmal. Wir könnten ein Meer haben. Also hier war das gerade eben passiert, in dem Raum, deshalb. Könnte ein Zufall gewesen sein. Ich würde es gerne noch einmal bekommen. Aber ein Meer könnte schon handeln, glaube ich, theoretisch. Warum handelt der dann nicht? Da muss man immer aufpassen, ne? Ihr müsst immer den Gegencheck machen mit der Hunting Threshold. Hast du das Licht da drinnen angelassen? Der Geist hat das Licht angemacht. Das kann kein Meer mehr sein. Ja, weil ich war es nämlich nicht. Okay, dann ist der Meer raus. Dann war das einfach nur ein Zufall. Dann wollte er wohl gerade das Licht hier anmachen. Guck, das ist bei mir auch immer passiert. Das ist eine Scheiße. Ja, ja, deshalb sollte man das immer doppelt dreifach testen. Ich mache den Breaky kurz an. Bleibt aber im Versteck zur Sicherheit. Also die Meerfähigkeit kann man auch nicht mehr tun. Ihr könnt von dem Kinderzimmer noch die Klötzchen da in den Geisterraum werfen, falls das ein Polti ist, damit er ein bisschen was zum Werfen hat. Der wirft gerade sehr viel. Moment mal, ich guck mal kurz, ob es Twin Interactions sind oder sowas. Nee, sieht nicht so aus. Wie hoch ist unsere Sanity? Oh, wir kommen jetzt gleich in die Hunting Range. Sind schon eigentlich in Hunting Range. So, nochmal hier Onryo machen. Zack. Zack. Ja, der wirft schon ziemlich viel. So, jetzt kann die Sanity ja ruhig ein bisschen runtergehen. Geben wir mal ein bisschen Items hier, weil der Raum, der hat ja nicht viel. Ist aber wirklich durch jedes Salz durch. Da ist er auch schon durchgelaufen. Was ist denn das für ein komisches Roaming? Also, wir halten trotzdem noch den Phantom im Hinterkopf. Denkt dran, dass ihr eure Kopflampen jetzt schon ausmacht, dass die nachher nicht an sind beim Hand. Phantom oder Polti? Ja, Verdacht geht irgendwie in Richtung Phantom oder Polti, auch wenn wir jetzt keinen EMF hatten. Ach, komisch, dass er noch nicht handelt. Ich hab so eine Mini-Explosion kurz vorbereitet. Ja, dann kann der sich ja gleich austoben. Kiki, hast du dich hinten versteckt, oder was? Okay, ja, bleib ruhig da drin. Wir lassen jetzt die Sanity drainen und warten mal ab. Okay, das heißt, er hat das Licht angemacht. Das heißt, mehr ist raus. Krasse PC. Von Daddy. Komisch, dass er noch nicht huntet. Ich mach mal unten das Licht an. Könnte ein D-Open sein.
Ist auch noch möglich, weil der hantet erst ab 40, der Dio. Muss man sehr aufpassen. Ich hole euch mal von hier hinten noch eine Taschenlampe zur Sicherheit. Falls es ein Dioden ist, könnt ihr euch die Taschenlampen schnell krallen. Falls ihr die Kopflampen nicht habt oder falls sie zu dunkel sind. Was war es gerade für ein EMF hier? Hier ging doch gerade EMF. Hat er was geworfen oder was? Hier ist nichts. Okay, Sanity Check. Kiki, bleib einfach da drin sitzen. Das Licht ist an. So. Das ist schon ein bisschen late gehandelt hier. Okay, könnte Shade oder Deochen sein wahrscheinlich. Kiki, komm lieber da raus. Es könnte ein Deochen sein. Küken, wir werden den im Wohnzimmer erwarten. Oh, mach mal bitte den Brecki an. Ne, Kiki, geh du ganz raus. Geh ganz raus, jetzt. Oh, oh. Ja, das war die zweite Aufladung. Ich habe es jetzt leider nicht mehr geschafft, eine Kamera ins Wohnzimmer zu stellen, aber Kiki, du kannst ja versuchen, durchs Fenster zu gucken oder so. Okay, Küken, komm ins Wohnzimmer, dann erwarten wir den hier. Falls es doch kein Deochen ist, dann laufen wir in den blauen Raum oder wir können auch in die Küche laufen, da ist auch ein Versteck hinten durch. Dann gehen wir in die Küche nach vorne, in den blauen Raum. Ich mach mal hier zur Sicherheit nur das Licht an. Kiki, du kannst ja auf der Kamera da oben gucken, ob du irgendwas anderes siehst, falls es jetzt doch kein Deochen ist. Ich würde ja gerne die andere Kamera hier runterstellen, dass die Kiki hier gucken kann, aber warten wir erstmal ab, ob es überhaupt ein Deochen ist. So, dann warten wir auf den Hand. Ah, sie ist durch Salz. Ich glaube, es ist ein Deochen. Nee, ist vielleicht ein gealterter Thay. Komm mal nach oben. Ich glaube, sie wird nicht schneller, oder? Ach, jetzt läuft sie in den Keller. Ich glaube, es ist ein gealterter Thay. Sie ist nicht schneller geworden, ne? Küken, nimm mal bitte die eine Kamera, die da hinten steht, die Videokamera, dann kannst du die für die Kiki da unten hinstellen. Ich glaube, da in der Ecke steht die, da hinten, wo wir vorhin noch gesessen sind. Kiki, wir stellen dir eine Kamera da unten hin, wir haben wahrscheinlich einen gealterten Thay, dann kannst du ja mal gucken, wie wir den da durch den Dingens, durch das Wohnzimmer da ziehen. Ich glaube, es ist ein gealterter Thay, weil sie war etwas langsamer, sie hat spät gehuntet, das passt eigentlich. Okay, Kiki, du kannst dann auf der Kamera mitgucken. Okay, dann warten wir auf den nächsten Hand. Bis gleich. Ja, Hand, hast du gehört? Sie war gerade ganz schnell da oben. Nee, hab ich es nicht gehört. Hast du es nicht gehört? Jetzt kälter, das heißt, sie wird schneller. Habt ihr es nicht gehört? Sie war doch am Anfang des Hands ganz kurz, ganz schnell gewesen, oder? Ich mach den Brecki mal aus, dann können wir das ja mal testen. Küken, tu mal die Taschenlampen da oben so hin, dass wir von dem einen Speckraum aus was sehen können. Weil dann gucken wir einfach mal nach dem Atem. Also ihr könnt schon mal Hantu eintragen. Also meinst du die oder was? Ja, die einmal so lassen, dass wir die sehen können. Nur du musst aufpassen, die wird hier oben mega schnell sein. Weil ich habe nämlich eben gehört, dass sie sehr schnell war. Und dann bleiben wir hier sitzen und gucken einfach da hin und versuchen den Atem zu sehen. Ja, okay, wir merken das aber auch jetzt. Kiki, stell die Kamera im Bad um, dann kannst du ja auch gucken, ob du den Atem von ihr siehst. Ja. Warte mal, ich suche nur gerade einen guten Spot dafür. Ja, stell die mal hier so hin, dann kannst du das ja vielleicht sehen. Der Breaker ist jetzt aus, das heißt, man müsste den Atem gleich sehen können.
Na, denk dran, sie wird schneller sein, weil der Break ja aus ist. Nein! Ja, danke. Musste ich nicht mal hin. Ja, toll. Das ist schön, wenn die das machen. Solange sie die Finger von den Radios lässt, ist alles gut. Dann warten. Oh! Es geht los. Mann, schon wieder! Hanzu, fahrt mit Hanzu! Schon wieder das gleiche wie eben in Hölle oder was auf einmal direkt wuch in meinem Gesicht. Ey, ich habe aber auch nichts gesehen. Ich glaube, sie ist da drin schneller. Und das ist ja der Raum, wo. Mein Gott, heute ist aber echt Sterbetag bei mir, ne? Ich hoffe, sie fahren mit Handtuch. Und jetzt kann ich mich abkassieren. Jetzt soll ich hier im Laternen freistellen. Schade, na toll. Ja, wir fahren noch nicht. Du hast ja schon. Doch, doch. Nee, die hat gesagt, dass man nicht mal zum Glück vor die gestorben ist. Das heißt, wir haben was zu tun. Warte, du bist eintrauen, ey. Nee, wir haben. Schön, ich schon, nicht schon zweite Mal. Ja, das ist jetzt heute das zweite Mal. Ich bin auch schon jetzt. Mann, komm, ja, heute sind die Gäste aber auch echt böse. Jetzt wird die wieder. Ja! Alles gut, mach ich. Scheiße, das heißt, ich bekomme auch meine Laterne noch nicht. Oh, nee! Das wird die Körper. Jetzt wird sie im Körper von Markus wieder begrüßen. Ja, toll. Jetzt bin ich ein Teddybär. Die lachen doch immer so, die Teddys. Okay, wie viel Geld kriege ich? Ich will meine Laterne. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Bis zum nächsten Mal. Aber jetzt kannst du dich abkürzen.